Was geht, Leute? Mein Name lautet Danny Bönic. Willkommen back zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es mein erstes Black Ops 3 Gameplay auf dem kompletten Kanal, was es jemals gegeben hat. Ihr wisst ja alle, ich habe das Spiel sehr gehypt, weil ich ein Fan von den vorherigen Teilen bin. Und ich finde, dass die einer der besten sind. Und ja, ich habe das Spiel extrem gehypt davor. Ich war auf der Gamescom, nur vor einem Tag, ich war erst spontan dort. Die meisten Zuschauer wussten nichts mehr davon. Nicht mal was davon, obwohl ich trotzdem, also ich habe sehr viele von euch getroffen. Sehr viele. Und ja, ich war dort und hatte die Möglichkeit, auch erstmal dank den Call of Duty Manager Markus, die Möglichkeit, das Spiel zu spielen und aufzunehmen. Also vielen Dank an ihn, vielen Dank. Ich war so happy, weil ich dachte für eine Zeit lang, ich habe keine Chance mehr. Normalerweise war es nicht mehr erlaubt, aber ich habe noch die Chance bekommen, weil ich ihn halt kannte. Und ich habe hier Call of Duty Gameplay aufgenommen. 5 Stück habe ich insgesamt aufgenommen, die werde ich hochladen, damit ihr sie sehen könnt. Allerdings gibt es ein kleines Problemchen damit, und zwar kein einziges Gameplay davon hat Sound. Und ich schätze mal, ich war in dem Moment einfach so fixiert auf das Spiel. Und es lag nicht an mir, es lag wahrscheinlich an den Elgato Store, dass irgendwie ein Stecker nicht richtig drin war. Und ja, dann hat er keinen Sound aufgenommen. Was so ein bisschen schade ist, ich hätte das unten rechts an der Leiste sehen können. By the way, ich bin gerade aufgestanden, sorry für meine Stimme. Aber ich habe es nicht gesehen und jetzt ist es halt ohne Sound. Also sorry, weil mich nervt es schon ein bisschen, weil der Sound für mich sehr, sehr wichtig ist, muss ich ganz ehrlich mal so sagen. Und wie auch immer, ich habe das Spiel gespielt und mir ist eine Sache insbesondere aufgefallen. Und zwar, ihr seht ja hier diese Map, by the way. Ich liebe das Wallrun, das ist so verdammt geil. So verdammt geil. Und mir ist eine Sache extrem aufgefallen. Und zwar, wenn ich mal so überlege, was für Maps mir gefallen haben in komplett COD. Und ich habe auch andere Leute gefragt, was sind deine Lieblingsmaps in COD. Die meisten sagen Raids, die meisten sagen High-Rise, Hijack sagen die meisten. Ich sage, das ist eine der besten Maps, muss ich ganz ehrlich sagen, die ist so geil, die Map, finde ich. Und so, die geilsten Maps irgendwie, was mir aufgefallen ist, das sind alles 3 Wege. Und zwar ist es so, dass man beginnt hier im Spawn, die anderen Gegner haben ihren Spawn. Und ja, man kann sich zwischen 3 Wegen entscheiden. Durch die Mitte kann man gehen, links und rechts kann man gehen. Und dann gibt es auch so kleine Höhen, Tiefenunterschiede, wo man irgendwie hochgehen kann und sowas. So ein bisschen Abwechslung zu sorgen, so. Sorry, ich kann momentan gar nicht sprechen. Ich bin aufgestanden, wollte einfach nur das Video machen. Mir ist vollkommen egal. Auf jeden Fall, das sind 3 Wege-Maps. Das ist so eine Art. Also, das ist. So waren die Maps, die hier wirklich am besten waren. Und das finde ich wirklich, wirklich geil, dass es mehr diese Maps gibt, wie Hijacked, wie diese hier. Diese Maps machen so einen ultra großen Spaß. Und dann noch mittelgroß. Ich finde, COD-Maps sollten mittelgroß sein, finde ich persönlich. Weil. Ja, man will einfach nicht so lange warten. Und COD soll ja auch irgendwo actionreich sein und nicht so wie Battlefield. Es wird wahrscheinlich die. Ja, ihr seht, by the way, sage ich gleich was dazu. Merkt euch diese Szene, wo er gestorben ist. Es wird wahrscheinlich die eine oder andere große Map geben. Ich weiß es nicht. Ich habe nicht mal alle. Annähernd, ich bin hier gestorben. Nicht mal annähernd alle Maps gespielt. Ich glaube, ich habe 2, 3 Maps gespielt. Aber bis jetzt waren alle Maps wirklich richtig gut. Sorry, Nase einziehen. Also, es hat wirklich so viel Spaß gemacht. Das ist unglaublich. Ja, was soll ich sagen zu dem Game? Die Waffen, ich finde, die sind verdammt balanced. Also von dem, was ich bis jetzt gespielt habe. Was war das? Keine Ahnung, was das war. Aber die Waffen sind verdammt balanced, habe ich das Gefühl. Also ich habe so eine Art Vektor genommen. Und der Recoil, der Rückstoß, ist so verdammt hoch. Im Gegensatz zu so einer Waffe. Der Rückstoß bei der Waffe ist mittelhoch. Und da gibt es auch so eine Art AK hier in dem Game. Die werde ich auch noch spielen im anderen Gameplay. Also freut euch schon mal da drauf. Die hat einen. Also einen sehr, sehr geringen Rückstoß. Keine Ahnung, was der da tut. Okay, ich wollte jetzt was zu den Wallrunning sagen. Und zwar, ich laufe hier ziemlich oft lang. Was mir aufgefallen ist, man kann anscheinend sehr, sehr lange Wallrun. Ob es die ganze Zeit ist, ich weiß es nicht. Aber man kann es sehr, sehr lange tun. Und ja, man rennt da lang. Kann sich auch drehen nebenbei. Und man hat einen sehr großen Nachteil. Also für die Leute, die denken, die das sehen und denken, das ist so wie Advanced Warfare. Das ist nicht mal annähernd so wie Advanced Warfare. Das ist 1000-mal besser. Ich muss sagen, das Ganze ist auch sehr viel langsamer. Es ist so wie Black Ops 2 einfach. Es ist so, ihr seht, es ist langsam. Das Gameplay ist langsam für mich. Im Gegensatz zu Advanced Warfare ist es langsam, wenn ich so drüber nachdenke. Ja, das Spiel ist einfach so viel besser. Es ist unglaublich, wie Spaß es macht. So, ich will nicht allzu viel sagen, weil ich habe jetzt ungefähr 8 Stunden gespielt. By the way, mein erstes Game war an 37.5, was ziemlich heftig war, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ich habe auch nur gegen Presseleute, sage ich mal, gespielt. Das bedeutet, die waren jetzt nicht so gut und ja.
Deswegen konnte ich dann 37,5 leisten. Allerdings muss ich leider sagen, ich konnte das erste Gameplay nicht aufnehmen. Ich habe gefragt, aber ich war in dem falschen Raum und die haben gesagt, no, sorry, no recording. Und ich so, okay, alright, everything alright, sir, man. Englisch-Profi. Nein, okay, mein Englisch ist wirklich nicht schlecht. Ich habe eine Zeit lang wirklich mal lange gelernt. Ich lerne manchmal einfach so, okay? auf jeden Fall. Aber sie sagt, okay, it's everything alright. Alles okay, keine Sorge. Ich will einfach nur zocken. Und deswegen konnte ich mein allererstes Gameplay leider nicht aufnehmen. Aber das war mein viertes Gameplay, weil ich habe in dem ersten Raum 3 Spiele gespielt. Und dann, der Tag war eigentlich schon gelaufen auf der Gamescom und dann sehe ich den Call of Duty Manager und er sagt so, und ich sag so, ey, Alter, kann ich aufnehmen? Und er hat dann mit dem Chef da gesprochen und hat gesagt, yeah, you can record. Und ich so, oh, Alter, vielen, vielen Dank. Ich war so glücklich in dem Moment, das glaubt ihr gar nicht. Mein erstes Game jetzt hier auf YouTube war jetzt ein 25-10. Und ja, ich gebe mich damit zufrieden. Ich war ganz zufrieden damit. Also, sorry nochmal, dass es keinen Sound hat. Mich nervt es persönlich selber. Aber was soll ich machen? Es ist jetzt zu spät. Jetzt kommt bald die Beta raus. Dann werdet ihr so viel Sound haben, bis ihr nicht mehr atmen könnt und riechen könnt und sprechen könnt. Keine Ahnung. Aber ich will das Video vor, dass wir stehen lassen. Vielen Dank fürs Schauen. Wenn es euch gefallen hat, dann zeigt, wie badass ihr seid. Und liked dieses Video. Schaut auf meinen Kanal vorbei, mehr Videos, die ich nicht produziert habe. Und abonniert jetzt, um uns dazu zu beschützen. Ich werde dich im nächsten Video wiedersehen. Dann sage ich wie immer noch 3, 2, 1. Schau, was die Leute. Mein Name ist Jose.